Khonsu war im alten Ägypten der Gott des Mondes und der Zeit. Sein Name, der Reisender bedeutet, leitet sich von der Bewegung des Mondes am Himmel ab. Reisende, vor allem diejenigen, die nachts unterwegs waren, waren sicher, wenn der Gott in der Nähe war. Die Mondsichel war sein Zeichen. Den Pyramidentexten zufolge wurde Khonsu zunächst als Gott mit einer dunklen, gewalttätigen und gefährlichen Seite gesehen. Er war ein blutrünstiger Gott, der dem König half, die anderen Gottheiten zu fangen und zu fressen. Khonsu wurde oft mit der Zeit in Verbindung gebracht und die Menschen hielten ihn für den Gott des Kalenders und der Mondzyklen. Die alten Ägypter glaubten, dass er für die Zyklen von Leben und Tod verantwortlich war und dass er das Universum in Ordnung hielt. In ganz Ägypten, vor allem aber in Theben, wo er einen großen Tempel hatte, wurde der Mondgott verehrt. Zur Zeit von Ramses III. Wurde der Khonsu-Tempel in Karnak errichtet. Dies war einer der wichtigsten und beeindruckendsten Tempel Ägyptens, in dem der Gott und seine Familie verehrt und ihnen Geschenke gemacht wurden. Khonsu war auch als Gott der Heilung bekannt, da er im alten Ägypten an vielen Wundern beteiligt war. Die Menschen glaubten auch, dass der Mondzyklus mit ihrer Fruchtbarkeit und der ihrer Tiere zusammenhing.